Guten Abend, DPE 3020 nach Koblenz Hauptbahnhof. Guten Abend, Sie übernehmen heute den DPE 320, pardon, nach Koblenz Hauptbahnhof mit der IC 1309 von AKE. Abfahrt ist um 18:22 Uhr. Wir stehen hier auf der Strecke Koblenz-Mainz in der linken Rheinstrecke und beginnen mal das Ganze. Und zwar in diesem wunderschönen Repaint der Baureihe 110, hier als IC 1309 der AKE. Hinten dran auch das entsprechende Wagenmaterial. Szenario und Repaints allesamt von Cat Gaming. Link zum Szenario ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir steigen mal ein, rüsten auf und schauen, dass wir abfahren. Ich glaube, Türen müssen wir nicht mehr aufmachen, können wir aber trotzdem einmal aufmachen. Bremsschlüssel aktivieren, die Bremsen einmal lösen. Die direkte Bremse wenden wir allerdings einmal an. Makro funktioniert soweit. Wir schalten uns die PZB an und sind dann im Grunde genommen abfahrbereit. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir Lichter anhaben. Nee, das ist noch nicht der Fall. Dann einmal hier. Nee, das ist die Lokführerpultbeleuchtung. Nee, doch, Haupt- und Instrumentenbeleuchtung. Ah doch, Licht ist wohl anscheinend an. Habe ich jetzt nicht gesehen. Aber das wird schon so passen. So, wir schließen wieder die Türen. Und sind dann eigentlich jetzt ready to go. Wir haben noch eine Minute. Ist das Licht an? Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Müssen wir hier noch vielleicht irgendwas anmachen? Nee, ne, eigentlich nicht. Bremsmodus R, beziehungsweise Bremsart ist okay. SIFA können wir heute uns eigentlich auch mal anmachen. Da, doch, die sind an. Kann man einfach nur nicht sehen, weil es so hell ist draußen. Dann würde ich sagen, Bremse lösen. Signal zeigt zwar noch Halt, aber das müsste jetzt gleich umspringen. Ein bisschen Bewölkung hätte ich ehrlich gesagt gerne mit drin. So, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Und dann müssten wir eigentlich gleich abfahren können. Denn laut Szenario ist Abfahrt um 18:22 Uhr. Aber das Signal, Fortfahren gemäß Signalbilder. Oder werden wir hier über die Weiche geleitet? Nee. Doch, wir werden hier nach links geleitet, kann das sein? Sieht für mich ganz danach aus. Doch, anscheinend schon. Okay. Dann fahren wir einfach mal ab und schauen mal, wie es so laufen wird. Fahrstufen rein und auf geht's. So, bisschen hier Leistung rein, nicht so viel auf einmal. Wir müssen schauen, dass wir die 65 Kilonewton pro Fahrmotor nicht überschreiten. Genau, es geht hier einmal links rüber. Wir dürfen abfahren mit 40. Wir befreien uns. Links kommt noch eine 425 vorbei. Wir sind hier in einem modernen Fahrplan unterwegs. Und nächster Halt ist dann um 18:41 Uhr Bingerbrück. So, SIFA nicht vergessen. Schon länger nicht mehr mit SIFA gefahren. Genau, das Signal da vorne zeigt freie Fahrt. Hier noch eine 187 der LTE. Und wir gucken uns einmal unseren Zug an in voller Gänze. Oder in Gänze, nicht in voller Gänze. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Wie gesagt, wir sind unterwegs mit der I10. Hier im Design der AKI. Oder von AKI. So. Hinten dran haben wir die Intercity-Wagen. Und die sind schön hier gerepainted. Ja. So muss das doch. Herrlich.
So, dann versuchen wir mal nicht zu viel zu trödeln. Also wer sich für das Szenario interessiert, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und die entsprechenden Repaints findet man auch, wenn man sich den Szenariotext einmal durchliest, dann weiß man auch, wonach man suchen muss im Creators Club, um entsprechend auch die Repaints zu finden. Vmax heute sind 100. 40 müssten es sein, genau, 140 ist die maximal zugelassene Geschwindigkeit für unseren Zug hier. Wir sind ja sowieso ein Sonderzug. Wir wollen ja, dass die Fahrgäste ein bisschen auch was sehen. Ne, das ist ja hier eine kleine Erlebnisfahrt. Dementsprechend müssen wir auch gar nicht so sehr über die Strecke heizen wie sonst. Wir dürfen 100 km/h fahren. Und das machen wir auch. Fahren hier schön in den Sonnenuntergang hinein. Einmal die Leistung raus. Der Fahrstufenschalter läuft runter. So, das Ganze ist natürlich immer ein bisschen verzögert. Und ab hier dürfen wir dann gleich 140 fahren, sobald der Zug einmal mit der vollen Länge dran vorbei ist. Was jetzt so der Fall ist. Natürlich nicht zu viel Leistung auf einmal aufschalten. So langsam die Fahrstufen hochschalten. Es gibt auch noch ein zweites Szenario, wo wir mit der 103 fahren. Und zwar in die andere Richtung. Das werden wir definitiv auch irgendwann mal machen. Natürlich nicht jetzt sofort, direkt danach so, sondern irgendwann anders mal. Man muss sich ja so schöne Szenarien ein bisschen aufsparen. Ja, wir sind hier unterwegs im Dienste von AKE. Ja, also AKE Eisenbahntouristik, die letztlich eine ganze Reihe an Sonderzügen fahren, unter anderem, und das ist vielleicht so deren berühmtester Zug, der AKE Rheingold. Eine absolute Legende, ist auch in echt tatsächlich, glaube ich, mit der 110 unterwegs, beziehungsweise mit der E10. Das ist eine 185. Ja, der Rheingold war einst der Luxuszug der alten Reichsbahn. So, wir haben gleich die 140 erreicht. Der Name selbst Rheingold ist an sich ganz interessant. Wo der nämlich herkommt, der hat nämlich erstmal eigentlich gar nicht so viel mit Zügen zu tun. Rheingold ist tatsächlich, wird ein sagenumwobener Goldschatz bezeichnet, der angeblich bei einer Flut bei Worms aufgetaucht ist. Allerdings danach verschwunden ist und dementsprechend hat sich da diese Legende drumherum gebildet. Und so wurde auch dieser Zug bezeichnet, der zwischen 1928 und 1939 der Rheingold der Deutschen Reichsbahngesellschaft zwischen Höck van Holland an der Nordsee bis zu den Alpen in das schweizerische Basel und in den Sommermonaten sogar bis ganz runter nach Luzern am Vierwaldstätter See gerollt ist. Also eine absolute Legende auf deutschen Schienen schon seit nahezu einem Jahrhundert. Natürlich damals noch mit anderem Rollmaterial. Oh, da fehlt uns eine Lok im vorausfahrenden Zug. So, hat nicht gescheit geladen, aber jetzt schon. Ja, nach dem Krieg übernahm dann die Deutsche Bundesbahn im Mai 51 den Verkehr zwischen Holland und der Schweiz wieder auf. Und danach wurden modernisierte Schnellzugwagen eingesetzt.
Und 1962 kam der Rheingold dann wieder zurück ins Leben. Und zwar komplett aus Erste-Klasse-Wagen bestehend. Und konnte dann damals 160 km/h fahren, was absolute Maßstäbe gesetzt hat damals und später ja auch dann sogar die 200 erreicht hat mit der Baureihe 103. Ein absoluter Luxuszug der Innenraum war klimatisiert. Man hatte dreh- und verstellbare Sitze. Also das Feature finde ich sowieso unglaublich cool, wenn man drehbare Sitze hat. Etwas, was es auf deutschen Schienen eigentlich nahezu gar nicht gibt. Finde ich sehr, sehr, sehr fancy, muss ich sagen. Es gab wärmereflektierende Doppelscheiben, Abteilauskleidung mit Edelholzfurnier. Also da konnte man sich wirklich nicht beklagen, ne? 1965 wurde dann der Zug als TEE klassifiziert, als Trans-Europe Express. Und bis Mai 87 fuhr dann der TEE auch auf dieser Strecke rum. Und zwar als solcher, in solcher Klassifizierung. 87 wurde er dann leider eingestellt. Da kommt uns wieder was entgegen. Und zwar eine 185. Sehr schön. Schön viel los hier. So muss es sein. Ja, und seit 2016 fährt der AKE Rheingold, also den wir jetzt fahren, fährt tatsächlich mit der originalen Rheingold-Lok der Baureihe E10, nämlich die E10 1309. Und mit der sind wir unterwegs, mit der E10 1309. Wir können auch mal ein, zwei Screenshots hier machen von diesem wirklich unglaublich schönen Zug. Kann man sich gar nicht dran satt sehen in dieser Farbkombination. Ah! Verdammt. Da habe ich wohl... Da war wohl die PZB. Ja, gut. Sowas sollte natürlich nach Möglichkeit auf einer Sonderzugfahrt nicht passieren. Aber immerhin haben wir keinen Bistrowagen dabei, kein Bordrestaurant. Von daher wird jetzt auch keine Suppe verschüttet worden sein. Naja. So, einmal den Fahrstufenregler auf 0 setzen. Deshalb immer sehr, sehr gefährlich, oft in der Außenkamera zu fahren. Ich dachte erst, das ist eine Sifa-Zwangsbremsung, aber ja. So, Bremse ist gelöst. Bremse lösen sich. Bremszylinderdruck fällt langsam ab. So, dann können wir jetzt wieder Leistung aufschalten. Und fahren jetzt mit 45 weiter. Tja, so schnell geht das, ne? Hier erste Klasse Wagen AVMZ. Auch sehr schön mit den ganzen Details hier am Rand. Das wird alles Ewigkeiten gedauert haben, das alles hier hinzuschreiben. Jawohl. So, wir befreien uns nicht, weil wir da vorne wieder eine Beeinflussung bekommen. Wir dürfen maximal gerade 45 fahren. Das bestätigen wir einmal mit PZB wachsam. So. Und nehmen die Leistung raus und rollen. Da sehen wir es, 1000 Hertz Magnet ist aktiv.
Und bis Bingerbrück haben wir immer noch ganze 13 Kilometer. So, jetzt dürften wir theoretisch auch schon schneller fahren. Allerdings ist Langsamfahrt erwarten signalisiert. Von daher weiß ich nicht genau, was jetzt kommen wird. Vermutlich werden wir eine Weiche nehmen. Und die nehmen wir dann mal mit 40. Ja, hier ist die besagte Weiche. Ich denke mal, 40 wird in Ordnung sein als Geschwindigkeit. Ja. Ist jetzt nicht weiter hier angegeben im HUD. Aber das wird wohl passen. Könnt ihr einmal einen kleinen Warnpfiff am Bahnsteig abgeben? Warum wir jetzt das Gleis gewechselt haben, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Denn es ist ja nicht so, als sei auf diesem Gleis jetzt irgendwas, was uns blockiert hätte. Also hätte man sich auch tatsächlich das Weichenputzen sparen können an dieser Stelle. Das war jetzt tatsächlich... da hat uns unser Fahrdienstleiter einen kleinen Streich gespielt und wollte wohl gucken, ob wir noch wachsam sind. Was wir leider nicht waren. So, weiterhin 40. Ja, wobei sogar 60, die wir fahren dürfen. PZB ist mittlerweile schon wieder, hat sich selbst befreit. Und ab hier vorne dürfen wir dann 140 fahren. So. Wir versuchen mal möglichst schnell wieder auf Geschwindigkeit zu kommen. Schalten langsam die Leistung auf. Eine Fahrstufe nach der anderen geben wir rein. So, ich denke mal Fahrstufe 24 wird reichen, damit wir jetzt auf die 140 kommen. Na, geben wir mal noch eine Fahrstufe rein. So, Fahrstufe 26, auch wenn die Nadel nicht genau auf der 26 ist, aber das ist halt der Parallaxeneffekt, ne? Dass wenn man aufsteht, also hier passt es dann, aber hier so vom Stuhl aus guckend hat man halt entsprechend diese Verschiebung, den sogenannten Parallaxeneffekt. Aber ist nicht weiter schlimm, wir wissen ja, dass das Fahrstufe 28 jetzt hier ist. Unsere höchste Fahrstufe übrigens, 28 Fahrstufen, über die wir verfügen. So, wir sind zu schnell. Fahrstufenregler einmal runter. Fahrstufen laufen langsam ab. Und sind jetzt bei 0. Wir rollen gerade mit ein bisschen zu viel Geschwindigkeit. Könnten mal ein bisschen die dynamische Bremse reingeben.
Na, also irgendwie haben wir keine Bremswirkung mit der dynamischen Bremse. So, jetzt. In den Sonnenuntergang hinein. So 6 Kilometer noch, dann müssen wir halten. Und da kommt uns was entgegen, eine 425 in Doppeltraktion. Mit dem, mit diesen Bahnhofshäuschen, die zu unserer Lackierung tatsächlich gepasst haben. Okay, das Signal ist für uns grün. Ich sehe eine 103. Von Rail Adventure als Lokfahrt. Schön. Da ist er. Der mächtige, mächtige Rhein. Einer der aus vielerlei Hinsicht wichtigsten Flüsse Europas. Das ist die Ankündigung auf 100. Wir bremsen mal rein. So, ein bisschen mehr Bremsdruck. Oh, ein Bar müsste ungefähr reichen. Damit wir rechtzeitig runterkommen. 1,7 Kilometer haben wir noch. So, ich war vor kurzem, und das passt jetzt ganz gut hier, dass wir in Bingen einmal halten. Ich war vor kurzem selbst in Bingen und kann da mal gleich eine kleine Geschichte noch dazu erzählen. Schauen wir erstmal, dass wir hier anhalten. Hier über den Fluss. Oh, ist das schön, das Bild vor uns gerade, oder? Mit der Sonne, mit den Hügeln, mit den Häusern, dem Bahnhof, in dem ein Zug steht. Und wir halten an. Noch ein bisschen weiter müssen wir vorziehen. Okay, wir fahren mal bis ganz vorne ran. Gleis 102. Und wir halten an. Sehr schön, mach mal die Türen auf. Hier eine 185, die abgestellt ist. Ja, also wie gesagt, ich war vor kurzem selbst hier in Bingen am Rhein. Deutschland-Ticket sei Dank. Genau, und dann läuft man. Also hier bin ich dann ausgestiegen auf diesem Bahnsteig hier. Und dann läuft man hier so praktisch runter.
einmal, nee, die Treppen nicht runter, sondern man läuft dann hier aus dem Bahnhof raus. Genau, und ich glaube, wie war das denn doch gleich? Oder läuft man doch über die Treppen? Oder sah das früher einfach nur anders aus? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, man läuft hier so geradeaus weiter. Und hier hielten aber auch Busse und so. Oder man läuft halt einfach zu Fuß hier die Strecke entlang. Kann man ganz gut machen. Hier direkt daneben, neben den Gleisen. Einmal über die Brücke drüber. Hier vorne, genau, hier ist diese, ich glaube, künstlich angelegte Burgruine. Da war ich auch. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, gerade wenn man von dort runter guckt auf die Gleise. Absolut zu empfehlen, ein Trip nach Bingen. Genau, dann läuft man hier so praktisch entlang der Gleise. Hier oben gibt es genau auch so eine Burg. Auch da oben war ich. Sieht auch gar nicht mal so falsch aus, ehrlich gesagt, muss ich an dieser Stelle sagen. Also hier mit genau so einem Turm, der da halt dort auch stand. Und man konnte dann hier hochlaufen und hier hatte man eine ganz schöne Aussicht. Einmal runtergeguckt auf die Gleise. So, und dann ist hier Bingen Stadt, glaube ich, ne, der Bahnhof. Hier mit so einer Unterführung. Genau, hier, genau, diese Unterführung. Ah, die Unterführung, die habe ich sogar auch damals genommen. Die sieht in echt ein bisschen gruseliger aus und die Unterführung ist in echt auch, glaube ich, grün. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Bingen Stadt, genau. Und dann, was man halt wunderschön machen kann in Bingen, es gibt Fähren. Ah, den Kran habe ich auch gesehen. Der steht hier übrigens auch und das sieht auch sehr, sehr schön aus, sehr schön gemacht aus hier im TSW. Also Hut ab. Jetzt, ich kann das absolut wiedererkennen. Genau, und dann läuft man da praktisch in die Richtung bis irgendwo hier vorne hin. Und hier gibt es dann eine Autofähre, die fährt einen rüber dahin. Das ist nämlich Rüdesheim am Rhein. Und dann kann man von Rüdesheim aus mit einer Seilbahn, ne, mit so einer Gondel halt, so einer Seilbahn, kann man hier tatsächlich ganz hoch, bis man hier an irgendeinem Denkmal ist. Ich habe vergessen, was das für eins ist. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ne, das Ganze ist auch in echt hier voll mit Weinbau und so, mit den ganzen Weinreben. Und wie gesagt, hier oben kann man dann hochfahren bis zu einem, einem Gedenkort und dann kann man da weiter runterlaufen bis zu besagter Burgruine. So, wir gehen mal zurück. Wir sind schon ordentlich zu spät dran. Wir hätten schon längst abfahren sollen. Aber da bin ich leider ins Erzählen gekommen. Ach so, oh, die Türen müssen noch entriegelt werden. Was ist denn los? TSW? Türen sind doch entriegelt. Muss ich links freigeben? Linke Türen verriegelt. Rechte Türen entriegelt. Okay, muss ich jetzt irgendwie per Hand entriegeln. Aber ich würde gern die linken Türen verriegeln. So, genau, links gehen die Türen wieder zu. Und rechts sind die zwar jetzt nur hier vorne auf, aber warum gehen die denn auf der rechten Seite immer wieder zu? Und ja. Klapp auf. Wir können uns ganz kurz hier in die Intercity-Wagen noch einmal. Ah, mit der Kamera können wir nicht weiter reinfliegen, aber ja, die wunderschönen Intercity-Wagen haben noch einen Zwischenhalt in Bobhard. Und dann können wir die Tür jetzt auch wieder zumachen. Okay, sehr gut. Tun wir einfach so, als hätten wir gerade eine kleine Türstörung oder so gehabt. Deshalb haben wir jetzt ein bisschen Verspätung aufbauen müssen.
So, wir haben freie Fahrt zu erwarten. Einmal hier vorbei an der 185 von Raelion. Was ich noch schön fände, wäre ein ICE, der uns irgendwie noch vorbei entgegenkommt oder ein IC oder so. Bisher kam uns nur Regionalverkehr entgegen. Und ein bisschen Fernverkehr schadet doch nie. Herrlich, das Bild vor uns, oder? Wie die Sonne hier hineinscheint. Da kann man sich doch nicht darüber beschweren. Da kommt uns ein Güterzug entgegen. 185 von MRCE. Mit Containerwagen. In Realität ist hier auch sehr, sehr viel Vectron unterwegs, tatsächlich, auf beiden Seiten des Rheins. Also habe ich sehr oft gesehen, in den wenigen Stunden, wo man da war. Also, falls uns irgendwann mal ein Vectron doch dann erwarten würde, würden sich Szenarien für die linke Rheinstrecke natürlich mehr als nur hervorragend anbieten. So, gleich dürfen wir 130 fahren. So, 130 sind erreicht. Oh, ist das schön. Hier der Blick aus dem Zug heraus auf den Rhein. Ich würde behaupten, meine absolute Lieblingsstrecke persönlich. Wie ist das bei euch so? Oh, was war das? Was war das? Hä? Warum hat er jetzt rein gebremst? Wenn das eine Sie. Also ich kann ja jetzt wieder beschleunigen. Es war jetzt also keine PZB. Aber SIFA war es ja auch nicht. Das hätte ich ja mitbekommen. Was war das denn jetzt? Hat das jemand von euch verstanden, was das jetzt gerade war? Habe ich irgendwas übersehen? Komisch. Bin mir nicht ganz sicher, welche 110 das ist, ob die aus Bremen-Oldenburg oder aus von der linken Rheinstrecke ist. Aber um das Szenario spielen zu können, braucht man auf jeden Fall eine ganze Menge an Strecken und Rollmaterial. Das schon wieder? Ach, das war doch die SIFA. Warum meldet sie sich denn nicht? Verstehe ich nicht. Sonst gibt doch die SIFA so einen ganz, ganz schrillen Ton von sich. Ach, wisst ihr was? Hier, so. Ist ja nervig. Ja, das hast du davon, SIFA, dass du so rumnervst. Nerv jemand anderen.
Schön auch so ein bisschen hier die Geräuschkulisse von den Booten. Hier so auf dem Wasser. Hört man es im Video? Ich hoffe schon. Nur unglaublich schade, dass hier auf dem Rhein sich keine bewegenden Boote sind. Das gehört auf jeden Fall noch mit dazu. Das wäre schon sehr, sehr cool, wenn die Schiffe auch fahren würden. Ein großes Manko der Strecke, finde ich, ist tatsächlich der Schiffsverkehr hier. Klar, das ist ein Eisenbahnsimulator, so, aber es gehört halt dazu. Es gehört halt einfach zum Rhein dazu, der wirklich unglaublich krasse Schiffsverkehr. Wobei der auch in den letzten Jahren abgenommen hat, aufgrund des sinkenden Rheinpegels. Dem Klimawandel sei Dank. So, jetzt einmal hoch auf die 120. Einmal hier den Autofahrer Staub fressen lassen. Nimm das. Und wir schlängeln uns von einer Kurve in die nächste. Jetzt gibt es hier eine Rechtskurve. Nächster Halt ist dann Bob Hart in 27 Kilometern. Der Sonne hinterher. Allerdings fahren wir nicht in den Süden, sondern in den Norden. Hier so eine Art Wasseraufkläranlage. Eine Kläranlage, eine Aufbereitungsanlage anscheinend. Ja. Und da ist schon wieder eine Burg. Wer hätte es gedacht? Da ist eine Burg. Also Lokführer hier im Rheintal. Eieieiei, das muss doch schön sein. Einmal vorbei an Bacharach. Wo wir, glaube ich, wenn es Abend, später am Abend gewesen wäre, Feuerwerk sehen könnten. Hier in Bacharach. Das ist, glaube ich, Feuerwerk. Schön, dass wir schneller als die Autos fahren dürfen. Das ist immer toll. Wobei ich meine, dass in Realität das hier eigentlich gar nicht für Autos ist, sondern ein Fahrradweg ist, oder?
Und das hier oben ist für die Autos. Oder täusche ich mich da? Das wäre schön, wenn wir mal in TSW funktionierende Fahrradfahrer hätten. Da wieder eine kleine Burgruine, an der wir vorbeifahren. Moment. Gleich kommt sie. Ja, doch nicht. Doch da. Da. So, einmal hoch auf 140. Was steht denn hier? Lok E40. Ja, ne, E40 sind wir nicht, nö. 18 kV. Haben wir auch nicht. Wir haben 15 kV. Sehen wir das irgendwo? Da sehen wir es. Sogar ein bisschen mehr als 15. Oder ist das der Parallaxeneffekt? Ich glaube nicht. Ja, Fahrstufe 28 mit unserem Rheingold Express, dem, also ein bisschen dem, ich finde ein bisschen dem Hogwarts Express Deutschlands, oder? Hat ein bisschen was davon. Wobei das natürlich farblich nicht ganz stimmt. Dafür müsste unsere Lok feuerrot sein und unsere Wagen ebenfalls. Oder zumindest in so einem Dunkelrot. Und das sind sie nur zum Teil. So, Ankündigung auf 100. Mal warten, bis die Fahrstufen abgelaufen sind und dann reinbremsen. So, Bremsen lösen sich. Ah, ein bisschen zu stark reingebremst. Vorbei an diesen Türmchen. Und wir können wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Bob Hart in 16 Kilometern. So, Ankündigung auf 90. Wird bestätigt. Wir sind eh unter 90, von daher auch sowieso keine Beeinflussung. Genau, mit Fahrstufe 12 können wir gerade die Geschwindigkeit ganz gut halten. Eine AFB haben wir ja leider nicht. Aber das macht das Fahren natürlich umso abwechslungsreicher und spannender, als wenn man den Fahr- und Bremskombihebel einfach nur nach vorne legt. Den Rest macht die AFB. Das ist natürlich ein ganz anderes Fahren. Ich sage nicht, dass es unbedingt besser oder schlechter ist. Ich sage nur, es ist halt einfach anders. Wunderschön erleuchtet hier der Führerstand. Hier im Dunkeln. Ich nehme mal die Leistung komplett raus, weil wir zu schnell sind.
Und wir sind angekommen an der Lorelei. Grüße an Clemens Brentano. Ich werde es nicht schon wieder erwähnen, was es damit auf sich hat. Das habe ich schon in absolut jedem Video getan. Zur linken Rheinstrecke. Aber schön sieht es trotzdem aus, oder? Gerade in so einem Licht. Fast schon mystisch. Wo ist unser Zug? Da ist unser Zug. Ich kann auch übrigens die Tür auf und zu machen. Das funktioniert alles. Auf der anderen Seite auch. Wir haben hier Sitze, die... Weiß ich nicht, ob sie höhenverstellbar sind. Nee, anscheinend nicht. Und einmal rein in den Tunnel, und zwar in den Banktunnel. Schön mit dieser kleinen Tür hier. Das wäre ja cool, wenn man hier rein könnte. Mal raus aus dem Banktunnel. Und vorbei an konnte ich nicht sehen. Nicht wichtig. Ab hier dürfen wir jetzt 110 fahren. Dann geben wir jetzt mal Leistung rein. Ach, der Bahnübergang, der nicht schließt. Das ist natürlich gefährlich. Immerhin ist die Ampel an. Aber ja. Schließen sollte der BU trotzdem. Denn... Ob das ausreicht, dass die Ampel da an ist? Ja. Manchmal reichen ja komplett gesenkte Schranken ja nicht mal aus, um einige Autofahrer aufzuhalten. Und ich sage ganz bewusst Autofahrer und nicht AutofahrerInnen, da es in aller Regel nur Männer sind, die extremst waghalsige, wenn nicht sogar lebensmüde Stunts im Alltagsverkehr vollziehen müssen. Aber das gehört wohl anscheinend dazu. Zu, ja, zu was eigentlich? Man weiß es nicht. Schön, 185. Mir fehlt immer noch der Fernverkehr. Das wäre schön, wenn da noch uns irgendwas entgegenkäme. Und wir grüßen einmal auch den Kollegen hier. Mit einem Pfiff. Auch nach 185. Sehr schön. Der BU ist auch offen. Der ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Das muss irgendwie noch gefixt werden irgendwann mal. Das geht nämlich eigentlich nicht. Das dürfte nicht sein. Und dabei hat die linke Rheinstrecke ja, glaube ich, schon ein oder zwei Patches bekommen. Wo ich gedacht hätte, dass die Bahnübergänge gefixt sind, aber das... ist wohl noch nicht der Fall. So, Ankündigung auf 100 km/h. Wir lassen einfach mal ausrollen.
und nutzen mal die dynamische Bremse. Schön auch immer, wie dieses Schienenkreischen im Hintergrund zu hören ist, ne? Bei den Kurven. So muss das. Ab hier dürfen wir wieder 130 fahren. Dann können wir schon mal langsam die Leistung reintasten. Nicht so viele Fahrstufen auf einmal. Und dann sind es nur noch 6 Kilometer bis Bob Hart. So. Haben wir gleich erreicht. So können wir schon langsam die Leistung wieder runternehmen. Genau. Ab hier sind es 120, die angekündigt sind. Gelten tun sie noch nicht, aber das wird jetzt in Kürze folgen. Daher bremsen wir mal ein bisschen rein. So, das reicht auch schon. Zweieinhalb Kilometer noch. Ich würde sagen, wir können jetzt einfach mal rollen lassen. Bis wir uns dann ungefähr einen Kilometer vor Bob Hart bereit machen zum Bremsen. So. Noch 300 Meter. Dann fangen wir an zu bremsen. Ja, hier so ungefähr. Schauen, dass wir mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Da fährt eine 146 mit Dostos aus. Müsste der RE4 sein, glaube ich. Nee, nicht der RE4. Das ist der RE2. So, wir sind ein bisschen zu schnell am Bahnsteigsanfang. Daher geben wir mal noch ein bisschen mehr Bremskraft rein. So, das passt ungefähr. Bremsen sind schon gelöst. Mal schauen, ob wir noch rollen werden oder vorher anhalten. Ne, ich glaube, wir rollen noch ein bisschen.
Und das passt dann jetzt soweit. Jawohl, machen wir jetzt die Türen auf. Rechte Türen und Riegel. Nein, ich habe ganz explizit. Ja doch, aber hier stehen die linken. Anscheinend funktioniert die 110 mit der Türsteuerung der Intercity-Wagen nicht so gut. Realisiere ich gerade. Das scheint wohl ein Problem zu sein. So. Aber dann mache ich die wieder zu. Ja, genau. Also ich habe jetzt den Befehl eigentlich für die rechten Türen reingegeben und links wurde geöffnet und geschlossen. Aber okay, dann ist es das gleiche Problem wie mit der 182 und den Intercity-Wagen. Dass da die Türsteuerung... Vermutlich würde es funktionieren, wenn wir die Türsteuerung tatsächlich manuell bedienen würden. Wo haben wir denn den Türwaldschalter? Ach, es gibt gar keinen Türwaldschalter, ne? Weil TB0. So, die können wir schon mal lösen. Auch die können wir schon mal lösen. Ah, die Tür ist auch auf dieser Seite zugegangen. Machen wir sie nochmal auf. Und unser letzter Halt wird dann heute Koblenz sein. Sind die Lichter im Zug eigentlich an? Nee. Können wir die Zuglichter von hier aus irgendwo anschalten? Strom, Hauptschalter, Führerstandsheizung, PZB, Sander, Schleuderschutz, Bremsen lösen, Zugsammelschiene. Der Zugsammelschiene ist halt an, ne? Dann müssen die Wagen wohl im Dunkeln fahren. Ja, wie in Österreich wird auch der Begriff Zugheizung benutzt, statt Zugsammelschiene. So, Lokbremse ist gelöst. Wir schalten langsam Leistung auf. Hier haben wir die AVMZ-Wagen. Und das sind die APMZ-Wagen. Genau. Nee, AQMZ-Wagen. So, Ausfahrt 100. Dann schauen wir mal, dass wir noch die letzten 13 Kilometer halbwegs gescheit zu Ende bringen. Immer wieder schön hier den Schernstromabnehmer zu sehen. Eine Seltenheit im TSW. Tatsächlich die erste Lok, die wir hatten im TSW mit Schernstromabnehmer. So, genug Fotos gemacht. Ich sehe freie Fahrt zu erwarten. Auch hier absolut herrlich mit dem Weinbau, den Weinreben.
Einmal hoch auf die 120. Und ab hier sogar 140. An so einem Zug mal selbst mitzufahren, das wäre schon ein totaler Traum, oder? Hier mal so im Rheingold zu sitzen, ach, wäre das schön. Das müsste man mal sich selbst zum Geburtstag schenken oder so. So, 140 sind auf jeden Fall erreicht, unsere Vmax. Und mit 140 km/h eilen wir gegen Koblenz. Dort übernimmt dann ein Kollege diese Sonderfahrt und fährt dann weiter ins Ruhrgebiet. Wir hingegen haben Schichtende und dürfen uns auf unser Hotel in Koblenz freuen. So, schon, dass wir die 140 halten, das wäre schön. Ja, so könnte das klappen. Zehn Kilometer noch. Dann sind wir auch in Koblenz. Ein bisschen zu schnell sind wir, weil es auch bergab geht. Ja, also resümierend über das Szenario kann man auf jeden Fall sagen, dass es sehr schön war. Wir haben abwechselnd gut was an KI-Verkehr bekommen. Aus irgendeinem Grund hat mir der Fernverkehr allerdings komplett gefehlt. Bisher zumindest. Im Mainzer Hauptbahnhof stand, glaube ich, ein ICE. Das war aber auch alles. Aber gut, vielleicht ist das aber auch orientiert an einem echten Fahrplan. Und vielleicht fuhr ja zu genau dieser Zeit einfach gerade nichts an Fernverkehr über die Strecke. Für besagtes Fahrplanjahr, in dem das Ganze gesettet ist. Vielleicht soll es das Ganze einfach nur auch ein bisschen freundlicher machen, was so Speicherplatz angeht. Und was so die Anzahl der nötigen DLCs angeht. Ein IC1 wäre nur schön gewesen. Das wäre cool gewesen. Aber gut, ist ja Kritik auf hohem Niveau. Trotzdem schönes Szenario. Es muss ja nicht überall eine 101 oder eine 401 auftauchen, nur weil ich sie so gern habe. Das ist ja einfach nur persönliche Präferenz. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle, das Szenario gibt es in der Videobeschreibung. Link dazu ist genau hier drunter unter diesem Video.
Und da könnt ihr euch das downloaden über den Creators Club und selbst nachspielen. Einer der wenigen Überquerungsmöglichkeiten des Rheins, hier vorne die Brücke. Ansonsten zwischen Koblenz und Mainz gibt es keine einzige Brücke, was schon krass ist, ne? Da muss man dann tatsächlich auf die Fähren ausweichen. Von denen gibt es allerdings auch einige zwischen Bingen und Rüdesheim, ich habe es vorhin erwähnt. Und das ist nur eine der vielen Möglichkeiten. So, etwas weniger als 3 Kilometer noch. So, einmal die Leistung komplett runter abfallen lassen und bestätigen und bremsen. Also die PZB hat jetzt auch aufgehört, Töne von sich zu geben. Na, das war ja jetzt bei der SIFA vorhin auch schon nicht anders. Deshalb habe ich sie auch ausgeschaltet. So. Das bestätigen wir wieder mit PZB wachsam. Und auch das folgende Signal mit PZB wachsam bestätigen. Können wir auch hier machen. So. Es gilt schon langsam Fahrt, laut Hauptsignal. Ich denke mal, 60 wird passen von der Geschwindigkeit her. Außer wir nehmen jetzt diese Weiche hier vorne, dann ist 60 zu schnell. Das tun wir aber nicht. Da steht eine 628er noch im Bahnhof. Und wir sind angekommen in Koblenz Hauptbahnhof, wo unsere Fahrt heute enden wird. In Tallinn 2 sehe ich da auch noch. Doch ein bisschen zu schnell. Eher so 40. Ah, hier habe ich mal ein Video gesehen. Irgendwo auf YouTube. Das hier mal auch einen Fernverkehrszug gehalten hat, einen Intercity. Und der war aber tatsächlich. Hat so weit hinten gehalten, dass hier der letzte Wagen, der stand noch hier auf der Weiche, sodass die Leute da tatsächlich nicht raus können. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich das so schön wiedererkenne aus dem Video. So, und wir halten an. Ja, noch ein bisschen, damit wir nicht das Video nachmachen, von dem ich gerade eben erzählt habe. So, und jetzt passt das aber. Sehr, sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.